Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt 6 Mounts und weil es thematisch noch dazu passt, nehmen wir noch 6 bzw. 7 Pets mit. Und wie ihr diese ganzen Sachen bekommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes müssen wir in die neue Zone, den Smaragdgrünen Traum. Und da sind wir jetzt hier am Haupthub auf den Koordinaten 50, 61. Um das Ganze freizuschalten, müsst ihr halt erstmal ein paar Quests erledigen. Nur die Main Story bis hier das Lager spielen. Und dann noch den Ruhm oder eure Ruhmstufe ein bisschen erhöhen. Ich meine, es war auf Ruhmstufe 5. Da können wir nämlich die Trauminfusionen freischalten. Und ja, wie funktioniert das jetzt? Wir sind jetzt hier in dem Lager und wir haben eine Händlerin. Und diese Händlerin hat verschiedene Items. Bei mir ist jetzt hier nicht sonderlich viel drin, da ich mir schon einiges gekauft habe. Bei euch müssten hier, wenn ihr da noch nichts gemacht habt, insgesamt 6 Mounts angezeigt werden und 7 Pets. Wie funktioniert das? Diese Mounts und Pets könnt ihr jeweils über eine Ressource kaufen, und zwar Trauminfusion. Und die Trauminfusion funktioniert folgendermaßen. Ihr habt einen NPC hier stehen und der hat einen Balken. Dieser Balken wird aufgefüllt, wenn ihr dementsprechend Aktivitäten in der Zone erfüllt. Das ist alles Mögliche. Ihr spielt das Superbloom-Event, ihr macht World Quest, ihr killt Rares. Ich meine sogar, die Samenkapseln zählen auch. Es geht auf jeden Fall schnell. Ich habe an jedem Tag, wo ich das jetzt bis jetzt gemacht habe, ohne jetzt irgendwie drauf zu achten, das immer sofort voll gehabt. Ne? Also, da müsst ihr nicht viel machen dafür. Einfach ein bisschen in der Zone rumhampeln, das was ihr eh macht, und dann kriegt ihr den Balken voll. Ihr könnt ihn täglich auffüllen. Und wenn der aufgefüllt ist, könnt ihr den einmal abgeben und ihr kriegt quasi einmal diese Währung. Ihr könnt für den nächsten Tag den Balken dann schon wieder füllen, könnt es aber erst wieder am nächsten Tag abgeben. Also ihr könnt theoretisch an einem Tag 2 Balken füllen, einmal quasi abgeben und dann einen Tag warten, könnt es direkt wieder abgeben. Heißt, ihr kriegt ein Abzeichen pro Tag. So, ihr könnt das Zeug aber jetzt nicht gleich kaufen, denn ihr müsst es erst immer freischalten. Ein Ding habe ich hier noch nicht freigeschalten, und zwar das Traumhuf, das ist ein Pet. Es funktioniert aber bei den Pets genauso wie bei den Mounts. Und da steht in roter Schrift drin, ihr müsst einen Traumhirschkalb als Haustier in eurer Sammlung haben, um ein neues mit Traumenergie zu erfüllen. Heißt, wir müssen immer erst ein normales Pet, und für die Mounts gilt dasselbe, ein normales Mount der Art haben, dass sie quasi uns das Ding rausrückt. Bei den Mounts ist es so, dass es reicht, dass sie einmal im Mount-Channel sind. Bei den Pets hat es bei mir bei manchen gereicht, aber leider auch nicht bei allen. Und ihr seht hier das Traumhuf, das kann ich jetzt hier nicht kaufen, ne? Sagt er, lässt er mich nicht. Gut, ich habe jetzt mit dem eh keine Währung. Wenn ich jetzt aber ein Pet nehme, und zwar Hirsch, und ich packe jetzt das hier aus. Das ist ein Pet-Battle-Viech, das ich hier in der Zone gefangen habe, ne? Das packen wir aus. Quatschen wieder mit ihr, unter da, das Ding ist freigeschalten, ne? Jetzt kann ich das kaufen. Soweit, so gut. Jetzt gucken wir uns mal an, was es alles an Mounts gibt und auch an Pets. Und dafür geben wir jetzt hier mal das Smaragdgrüne Traum ein. Und dann gucken wir mal durch. Also, es gibt einmal hier diesen Rochen, ja? Das ist das erste Mount. Wenn ihr diesen Rochen haben wollt, Gedankenschwinge, dann braucht ihr ein anderes von diesen Rochen-Mounts. Wo gibt's die? In der Zaralek-Höhle. Da hatten wir mehrere Versionen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Versionen. Also eine von den 5 braucht ihr. Das ist einmal. Also ich werde es jetzt nicht in die Tiefe erklären, weil zu allen diesen Mounts habe ich schon Videoguides gemacht. Also am besten einfach dann in quasi meine Video-Playlist reinschauen für die meine Mounts-Guides. Die müsste auch verlinkt sein. Na, aber grob erklärt, das kann man halt bei Ponzo kaufen, 85 Teufelsfelsbrocken in der Zaralek-Höhle. Das kannst du auch in der Zaralek-Höhle bei einem Händler kaufen, auch hier für 400 von diesen Ornaten. Dann den hier hat man bei der Ruffraktion da, glaube ich, gekriegt für 800 von den Ressourcen. Dann gab es einen, den hat man hier bei dem Forscher unter Feuer-Event bekommen, in so einem Sack drin, und einen gab es von dem Ra, und zwar Karokta heißt der. Ne? Genau, so viel dazu. Also einen von denen braucht ihr, dann könnt ihr quasi bei ihr das kaufen, wenn ihr eine Trauminfusion habt. Dann haben wir die Kraller, das ist quasi jetzt so ein, ja, sie hat irgendwie so ein Raptor Grundmodel, aber ein Katzenkopf. Sieht ganz cool aus. Das Grundmodel ist ein neues. Und zwar habe ich hier schon eins von. Die können wir zum Beispiel über, also die kriegen wir über zwei Möglichkeiten, das Grundmodel. Einmal haben wir die Möglichkeit,
das aus den epischen Samen rauszukriegen. Also wenn wir so einen Samen einpflanzen, aus einem epischen zu einer kleinen Chance, da habe ich rausgekriegt. Es gibt aber auch einen anderen Händler, da werde ich, denke ich mal, auch nochmal ein Video machen, wenn ich sie alle habe. Man kann sich diese Mounts auch bei dem Händler kaufen, wenn man bei den Samen kein Glück hat und dementsprechend dann Renown 18 hat, also den Ruhmrang hier bei den Traumwächtern und dementsprechend dann eine Saatblüte hat und eine Saatblüte kriegt man immer, wenn man die Quest abschließt mit der Superblüte. Also pro Char könnt ihr eins von den Dingern haben und ihr müsst halt Renown 18 sein, um die kaufen zu können, beziehungsweise ihr könnt auch glücklich euch schätzen, wenn ihr es aus dem Samen rauszieht. Das hatte nämlich ich vorhin. Genau, das zum einen. Dann schauen wir mal weiter, was es noch gibt. Kraller hatten wir gezeigt, dann Mag Mythos, okay, dass ich es noch rausbringe. Ihr merkt schon, das Video ist ungecuttet, die Fehler bleiben drin, egal. Aber das ist halt quasi die Mammut-Version. Und da haben wir auch Mammut oder Magma-Mammut sind es, glaube ich. Mammut, genau. Da haben wir insgesamt 3 Stück. Eins kriegen wir über die Traumsprünge, die ja mit dem letzten Patch reingekommen sind. Dann haben wir eins von einer Verkäuferin. Das war, glaube ich, ganz am Anfang des Patches. Das musste man, da musste man, glaube ich, auf so einen Mammut aufsteigen. Da habe ich auf jeden Fall auch ein Video gemacht. Dann konnte man in der Zarelek-Höhle 100 für die Ornate kaufen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, wie er schnell rankommt. Und dann gab es über den über das Raid-Meta-Achievement im Gewölbe quasi das Rote. Genau. Dann schauen wir weiter. Dann haben wir den Salamander. Das ist der hier. Und wenn man den freischalten will, braucht man halt einen anderen Salamander. Salamander, okay. Und da haben wir 2 Stück. Einen könnt ihr in Waldracken kaufen gegen Elementarüberschuss, zwar 2000. Und den anderen, den hat man auf der verbotenen Insel bekommen. Ich meine, das war der, der einfach random bei den Rares gedroppt ist. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, zu all diesen Mounts habe ich auch schon Videoguides aufgenommen. Und dann haben wir noch einen Ottok-Mount. Wemmer heißt das. Das ist dieser süße Fratz hier. Und dann können wir jetzt mal Ottok noch eingeben. Ottok. Und ihr seht, Ottoks gibt es alle möglichen. Hier bei Renown 30, bei den Tuska, ne, bei 25 hat es eingegeben. Nochmal bei 30, nochmal bei 25. Den hat es über ein Achievement gegeben. Danke fürs Tragen war das. Und dann gibt es noch 2 Stück, wo man einmal, ich glaube, Ringe waren aus den Dungeons holen musste. Also musste man einfach aus den Dungeons die Ringe holen. Oder aus dem Vault Raid 2 Hälse, um den einzutauschen. Ne? Aber ich würde sagen, schneller geht wahrscheinlich, den Renown hochzuballern. Gut, und dann müssen wir mal gucken. Sind wir soweit durch. Einen Mount gibt es jetzt noch, was ich noch nicht gekauft habe. Und zwar den Hirsch hier. Und das werden wir jetzt gleich machen. Ich zeige euch noch aber, wo man die anderen Hirsche herkriegt. Den habe ich nämlich vorhin gerade rausgezogen. Das hier ist quasi dieselbe Quelle wieder wie vorhin quasi dieser Katzenraptor, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da ist es auch so, den kriegt man über einen Samen raus. Oder wenn man im Samen kein Glück hat, also epische Samen sind das natürlich, ne, kann man wieder bei ihr hier den Grundhirsch kaufen, wenn man Renown 18 ist und dementsprechend eine Saatblüte hat. So, ich habe mit dem Twink extra das jetzt noch aufbewahrt. Den habe ich euch jetzt mal reingezogen. Seht ihr, er hat das auf 100%. Dann können wir das jetzt hier abgeben, kriegen eine Trauminfusion. Oh, das bringt sogar... Ach nee, das war Gildenruf. Ich dachte schon, es bringt hierfür Ruf. Und jetzt habe ich ein so ein Ding. Das ist einmal freigeschalten. Und ich kann den einmal kaufen. Und, Moment. Dann lernen wir den. Und dann kann ich euch den letzten quasi auch nochmal in Action zeigen. Sternstreife. Da haben wir ihn. So, genau. Da ist er. Vielleicht mal ein Mount-Special rein, aber bei denen ist es immer relativ unspektakulär. Ah, der hat das gleiche wie die Talbooks, ne? Gut, das waren jetzt die 6 Mounts. Dann können wir uns noch die Pets angucken. Und zwar geben wir da auch Smaragd ein. Das ist ein grüner Traum. Und hier ist es so, dass wir einmal hier diesen kleinen Fratz haben. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Biber mit einem Geweih drauf, ehrlich gesagt. Memory heißt der. Dann haben wir noch einmal hier den hier. Ich
glaube, da hat man die Grundversion auch hier durch Pet Battle bekommen, oder? Nee, den habe ich... Ah, nee, den habe ich über einen blauen Samen gekriegt, die Grundversion. Okay. Und bei dem anderen, den wir da eben hatten, da gab es die Grundversion über Haustierkampf. Ah ja, okay. Also da habe ich über Haustierkampf die Grundversion geholt und hier quasi über den Samen, beziehungsweise das könnt ihr euch auch bei dem NPC kaufen für die Saat, aber die Pets kriegt ihr aus dem blauen Samen relativ gut raus. Und dann jetzt schauen wir mal, Snor hier, den kriegt ihr tatsächlich über eine Quest, um das Ganze hier anzufangen. Ist es so, dass ihr am Anfang eine Quest bekommt und da bekommt ihr Snor. Deswegen habe ich gesagt 6 bzw. 7. Ihr seht, der kostet auch keine Trauminfusion, sondern so eine andere Währung. Die ist aber auch ein bisschen buggy. Ihr kriegt die immer wieder und ich habe die mit dem Main und den Twinks dann auch nochmal bekommen. Aber ihr könnt die nur einmal abschließen, weil ihr das Pad für die Quest kaufen müsst. Also das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Genau. Und was wir dann noch haben, sind quasi hier einmal die Schnecke. Da braucht ihr dann einfach eine von diesen Felsschnecken aus der Zaralek-Höhle, um die kaufen zu können. Dann haben wir hier diesen Skarabäus. Da war irgendwas mit Milbe. Genau. Endmilbe müsst ihr dafür haben. Wo ist die her? Die ist auch aus der Zaralek-Höhle. Dann haben wir einmal Traumhuf. Das habe ich ja vorhin euch schon gezeigt. Dann haben wir einmal Hirsch. Genau, Leihirsch. Der war aus Haustierkampf hier aus der Zone. Und das letzte, was wir haben, Traumentlein. Da müsst ihr einfach irgendeine Ente auspacken. Genau, also hier haben wir zum Beispiel eine Ente. Die hat es durch Haustierkampf gegeben. Und da gibt es noch, glaube ich, einige mehr von den Enten, die ihr auspacken könnt. Hier unten haben wir auch noch eine Ente. Die gab es anscheinend in dem Schatz drin. Ne? Also eine von den Enten müsst ihr auspacken. Es gibt, glaube ich, auch sogar eine neue Ente, die ich noch nicht habe. Die müsst ihr wahrscheinlich auch zählen. Hier Quaker, das gibt es dann über ein Achievement. Genau. Gut, das waren jetzt eigentlich soweit alle Mounts und alle Pets. Das System ist auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, weil man halt checken muss, welches Mount zu welchem anderen Mount passt, beziehungsweise welches Pad zu welchem anderen Pad passt. Sobald man das gecheckt hat, ist es eigentlich eine schnelle Sache. Wenn ihr das mit ein paar Twinks macht, dann habt ihr eure Belohnung innerhalb von wenigen Tagen. Immer vorausgesetzt, dass ihr halt die Grundversion von dem Pad beziehungsweise von dem Mount vorher schon hattet. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.